Ich glaube, irgendwas Schlimmes ist passiert. Schön, dass es dir gut geht. Ich kann sehen, dass du im Bliss warst. Ich wollte dich warnen. Hoffentlich war das, was du von Joseph bekommen hast, das wert. Rush ist weg. Ich weiß nicht, wo er ist. Er wollte Informationen beschaffen, aber er ist nie zurückgekommen. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Bitte, geh ihn im County suchen. Ich passe auf die Leute hier auf. Sei vorsichtig. Versuch! Im Herrn! Ich schulde mir.
Ich liebe gute Rätsel. Öffne das Tor, bitte. Das kann nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Ja, meinte, ich hätte einen hübschen Mund. Also sieht das für mich eher düster aus. So wollte ich nicht sterben. Hör nicht auf, Weg. Das wird schon wieder. Öffne das Tor, bitte! Du hast mich gerettet. Einfach immer noch mehr aus dir rausquetschen, bis kaum noch was übrig ist. Verschwinde hier! Hau ab! Das kommt mir sehr bekannt vor. Als hätten wir das schon mal erlebt. Entspann dich. Bleib doch noch. Komm schon. Du warst bis jetzt so gut. Du weißt schon, was auf dem Spiel steht, oder? Ach, sieh dir das an. Siehst du, wie leicht es sein kann, mit dir klarzukommen? Ich wollte, dass du das verstehst. Ich wollte, dass du einsiehst, dass es anders hätte enden können, wenn du auf uns gehört hättest und gegangen wärst. Doch du hast den Stock gewählt. Hier ist er. Oh, fuck! Es wird ewig dauern, diese Hoffnung und Träume von meinen Stiefeln zu kratzen. Ach, weißt du, bevor du hier aufgetaucht bist, lief einfach alles verdammt großartig. Dann kommst du hierher mit deinem schicken Zug und deinen schicken Leuten
und versuchst, diesen Ort in etwas zu verwandeln, was ich niemals sein. Und als wir vernünftig sein wollten, musstest du ja unbedingt ins Wespennest stechen. Immer und immer wieder. Nur weil du dachtest, es gäbe Hoffnung für die Zukunft. Es gibt keine Hoffnung für dich. Keine Zukunft. Für niemand. Louise, ihr müsst mir jetzt gut zuhören. Warum? Du kommst doch nicht mit. Ich habe keine Wahl. Euer Vater... Daddy sagt, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. So einfach ist das nicht. Doch ist es. Ich muss los, Mom. Dad's da. Michelle? Ihr beiden müsst aufeinander aufpassen, weil euer Vater das nicht tun wird. Er hat immer große Pläne, aber alles, was er tut, endet nur in Gewalt. Dad löst Probleme. Er verursacht sie. Er geht über Leichen und interessiert sich einen Dreck für die, die unter ihm leiden. Er wird nicht wie er. Versprecht mir, dass ihr nicht werdet wie er. Gut sein. Du hast das gesehen, oder? Wie die einen auf Halt gemacht hat? Alles war normal, bis sie nach Norden gegangen ist. Es ist höchste Zeit, dass wir diesem Freak ein paar Fragen stellen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich in den Zug gestiegen bin. Dass ich dich nach Hope County gebracht habe. Wir werden dich nie vergessen. Du hast viel für uns riskiert und es hat dich dein Leben gekostet. Das ist meine Schuld. Rush. Ich schwöre dir, wir machen dich stolz. Er war ein guter Mann. Selbstlos. Und du hast getan, was du konntest. Die beschissenen Zwillinge sind uns immer einen Schritt voraus. Wir müssen das anders angehen. Ich sehe noch Carmina. Wenn du wissen willst, was mir vorschwebt, komm einfach zu mir.
Danke, dass du mit uns unser Zuhause beschützt hast. Rushs Tod hat uns alle schwer getroffen. Aber wir dürfen nicht aufgeben. So sehr ich die Idee auch gehasst habe, mit Joseph zu verhandeln, muss ich doch zugeben, durch die Angriffe von New Eden haben wir eine Chance, die Highwaymen zu überrumpeln. Ich habe mit den Spähern geredet. Anscheinend wetten die Highwaymen bei den alten Gärten auf Kämpfe. Der Promoter dort behauptet, er hätte Verbindungen zu den Zwillingen. Wer weiß, ob das stimmt, aber es ist den Versuch wert.